Luna, das haben wir schon wieder. Ja, wir gehen weg, wir gehen weg. Wir gehen ja schon. Wir hauen ja schon ab. So. Artemis Tau. Ja, dann ab nach Sparta. This is Sparta! And this is Mass Effect! So. Okay. Hallo, Sparta. War ich bei dir schon mal, Sparta? Ich kann mich nicht erinnern. Hier ist nichts zu finden. Das wird wohl heißen, dass, wenn ich hier noch irgendwelche Planeten habe, bei denen ich was erkunden kann, hier kann ich landen. Keine Ahnung, ob das was taugt. Wenn ich hier nirgendwo was erkunden kann, unter Malka. Da war ich ja bestimmt schon mal. Ich schaue nochmal kurz, ob irgendwas blinkt. Hat hier was zu blinken? Ja, hat. Das heißt, wir waren hier noch nicht. Okay, hier waren wir noch nicht. Also gut. Das heißt, bevor wir hier landen, werden wir nochmal ein paar... Moment. Kann ich nicht untersuchen, oder was? Ich kann nicht mehr untersuchen, Wahnsinn. Hier gibt's ja gar nichts. Krank. Dann schauen wir doch nochmal, ob irgendwas blinkt. Der Blinkinger. War das? Nee. Oder? Nee. Ich habe das Gefühl, manchmal hat man das was im Auge und denkt, es blinkt irgendwo, dabei blinkt gar nichts. Nee, okay. Dann lustiges Planeten absuchen. Altair, nee, Altair. Gibt's nichts zu holen. War ich da schon dran? Tremandre. Ja, da war ich schon dran, glaube ich. Da war ich schon, bei dem da hinten war ich noch nicht. Alsages, oh, schöner Planet. Aber, keiner gibt was her. Und Tamaika. Achso, ja, da war ich schon. Nö. Dann gehen wir nach Edolus. Und schauen mal, was hier zu holen ist. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Nachrichten für uns. Nehmen wir mal dieses Team hier. Öfter mal was Neues. Oje. Sieht auf jeden Fall sehr stickig aus. Eher unangenehm. Und doch, hier waren wir doch schon. Oder nicht? Le Planet mit lot of Meteoriten, oder nicht? Oh. Ja, ja, ja. Ich glaube, hier waren wir schon. Notsignal. Wie Notsignal? Notsignal interessiert mich jetzt ja schon ein bisschen. Muss ich sagen. Das heißt, wir werden da mal kurz hinschauen. Bereichskarte. Was heißt das? Ah ja. Notsignal. Ich fahre zum Notsignal hin. Egal was... Ach so, nein, genau. Ah, ja, 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 ja. Genau, hier waren wir schon. Hier war das, diese Wurmgeschichte. Als wir... Oh, was mache ich denn? Ich muss wieder in den Weltenraum. Ja. Dieser Wurm, der uns da überfallen hat. Auf dem Feld da vorne. Das war auch Gift, hey. Kann ich euch sagen. Unschön. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das hatte. Weil das Viech ganz schön hartnäckig war. Und uns einige Male das Leben gekostet hat. So, Sparta ist abgehakt. Hier gibt's also nichts. Mazedon. Athens. Knossos. Gehen wir nach Athens. Vielleicht finden wir hier ja irgendwas. So. Ist der blinkende irgendwas hier irgendwo? Bis jetzt blinkt noch nichts. Kein Blinker. Kein Blinker. Athens Pharos. Oh, erkunden. Also gut, hier war ich aber zumindest schon mal nicht turianische Insignien gefunden. Sehr schön. Das ist natürlich wunderbar. Salamis. Kann ich da landen? Nein. Dann schauen wir uns die restlichen Dinge noch an. Nausicaa. Wahnsinn, wer lässt sich diesen Namen mal aus? Wer denkt sich diesen Namen mal aus? Sind die vielleicht sogar echt? Aus den echten NASA-Büchern erkunden. Gas vollkommen entdeckt. Helium 3. Ja, wer braucht es nicht, das gute Helium 3? Das gute Helium. Proteus. Erkunden. Gas vollkommen. Sauerstoff. Ja, Wahnsinn. Cool. Sauerstoff ist immer geil. Nicht schlecht. War es das jetzt schon? Cirque, war ich da schon? Cirque du Soleil? Ja, da war ich schon. Cirque. Ja, da ist ja gar nichts zu holen. Nicht mehr, ne? Hier ist kein Planet mehr. Nö. Dann, heißt es auf und davon. Athens ist durch. Dann mal Knossos abchecken. Was geht denn so auf Knossos ab? Ist denn hier die lustige Zoni oder wie sie heißt? Arcanis. Schauen wir mal kurz nach der Blinkeritis. Ah, ich habe schon gesehen eben.
Ich glaube, ich habe schon gesehen eben. Jo, zwei Stück sogar habe ich gesehen. Schau her. Kohlehaltiger Asteroid. Kohle. Wo sind die Kohlen? Medaillon gefunden. Sehr schön. Navigator Presley, die Überreste eines lang verlassenen Soldaten Jägers. Medaillon, okay. Der Presley hat es untersucht. Normalerweise macht es doch immer die. Ah ja, hier. Die gute, ne? Wisst schon, wen ich meine. Jesus Maria, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht. Tali. So. Erkunden, Schwermetallvorkommen entdeckt. Hast du da einen größeren Vorkommen? Platin. Platin, hervorragend. Edelmetall, brauche jeder. So. Lass ihn nur umschauen. Ist noch ein dritter Blinker da? Nein, meine Adleraugen erhaschen nichts. Gut. Dann wieder Planeten absuchen. Nichts. Phaistos. Lame Phaistos. Das ist wirklich lame. Armeni, sehr schön. Schöner Name und auch schöne Oberfläche. Congratulations. Knossos. Warte kurz. Zakros. Knossos hört sich wichtig an. Oh, dann haben wir hier noch einen gehabt. Und dann hatte ich, glaube ich, schon. Der Arkans hatte ich schon. Na gut, dann Knossos. Vielleicht können wir hier landen. Ne, Terum. Terum können wir landen. Ah ja, okay, Knossos war natürlich die Galaxie. Terum ist eine sehr weit entfernte, aber reiche Industriewelt, die von der Allianz beansprucht wird. Die reichen Schwermetallvorkommen haben zu einem wahren Herstellungsboom auf der Erde beigetragen. Kernproben voller Fossilienfunde von einfachen siliziumbasierten Organismen belegen, dass Terum in der Vergangenheit ein lebensfreundlicher Planet als heutzutage war. Das könnte die vielen proteanischen Ruinen auf der Oberfläche erklären. Die meisten davon sind mittlerweile von Minenunternehmen erschlossen worden. Und das ist doch ein deutliches Zeichen, dass die Zoni hier ist, diese Zoni-Frau, da sie ja bei Ausgrabungen verschwunden ist, wie es heißt. Und wo, wenn nicht auf in alten proteanischen Ruinen, lohnt sich denn Ausgrabungen? So, ich nehme was für die Feuerkraft mit und noch was für die Technik. Sollte sich ausgehen. Annehmen. So. Dann wollen wir mal. Ne? Landen bitte. So, Abfangdüsen gestartet und gelandet. Wunderbar. Okay, das sieht hier. Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Ja, das ist ja geil. Es beunruhigt mich ja auch kein Meter, wenn du sagst, du hast unbekannte Signale. Das kann ja alles Mögliche sein. Friendly oder Feindly? Weiß kein Mensch. Joker, solche Kommentare bitte in Zukunft lassen. Kann ich nicht gebrauchen. Entweder du hast auch direkt eine Lösung parat oder... Maul halten. So, da vorne raucht's ordentlich. Sieht mir alle... Oh! Das sieht mir alles sehr, sehr ungut aus. Wuhu! Okay. Wir fahren etwas vorsichtiger. Ich fahre am Rand hier entlang dieser Lava. Wuhu, okay. Da spratzt es umher. Okay. Lade, ist da vorne was? Nee. Ja. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was hier war. Boah, sieht das cool aus. Diese Lensflare-Effekte sind ja eigentlich so erst bekannt seit dem ersten Star Trek-Film. Aber Mass Effect erschien ja schon 2008 und da gab es schon diese schönen Lensflare-Effekte. Möchte ich gerade mal so erwähnt haben. Ne? Thema Inspiration. Und so. Also gut. Ja, okay, dann geht's hier weiter. Ich folge mal dem trockenen Weg hier. Dem steinigen, trockenen Weg. Voll. Oh Gott. Okay, passt. Nicht, dass es da irgendwo in den Abgrund geht. Das wäre sehr unschön, wenn wir mit unserem Marco in dieser Lava landen. Ich glaube, das wäre eine zu heiße Party für uns. Ja, irgendwie ist hier tote Hose. Oh, Laden, was lädt er denn? Da lädt er ja schon wieder. Oh! Was ist los? Wow! Was ist das denn? Heureka! Feind, oder? Shit! Yeehaw! Der hat Feinde abgelassen hier. Finde ich ja nicht gut. Was war das denn? Warum sehe ich alles doppelt? Uhu! Ja, ja. Das ist nicht schön, aber für so ein Riesenschiff für zwei lächerliche Feinde ist echt übel. So. Geh down. Oh Gott, nein! Aber der ist unten wenigstens. Kommst du jetzt dran? Schießt du ruhig, ey.
Bis deine Dinger bei mir sind, bin ich schon längst weg. Das sind Kugeln, die ich wegschieße. Die sind sofort bei dir. Dann brauche ich ewig da. Oh, scheiße. Boah, okay, Gas gehabt. Das war Luck im Unluck. So. Gell? Okay. Hier. Pratz nur vor dich hin, ey. Ich glaube, da kommen aber noch ein paar mehr. Weil das ist schon ein bisschen lächerlich hier, mir mit solch ein paar Gegner entgegenzukommen. Ah, okay, ich dachte nur, ich fahre im Kreis. Das wäre sehr ungünstig. Oh, cool. Und da raucht es vor sich hin. Also, ne? Nicht schlecht. Okay, jetzt geht es einen Berg hoch. Es geht... Oh, was ist denn vom Radar los, bitte? Der Radar ist ja voll unschön. Oh, heftig, okay. Hallo. Alles klar. Alles klar, mein Freund. Dein Arsch gehört mir. Bam. So. Da ist schon der Nächste. Oh, shit, das Radar ist echt unschön. So. Wow. Damn. Da wurde ich doch glatt getroffen. Okay. Bis jetzt, so von der normalen Sicht. Nur ein Narr haut einem Nattag direkt aufs Maul. Wir sollten uns von hinten ranschleichen und ihn am Schwanz ziehen. Okay. Von hinten heranschleichen. Das sagst du so einfach. Du bist ja lustig. Von, ja. Ah, okay, ich sehe. Er meint das hier. Das heißt, ich muss hier nach rechts irgendwo. Rex, Rex, Rex. Was gibst du mir hier für Tipps? Was ist das denn hier? Sieht komisch aus. Geröll. Nur ein Narr, okay. Greifen vorne. Dann machen wir es von hinten. Von hinten kann ich besonders gut. Angreifen, meine ich. Von daher tun wir doch mal, was der gute Rex uns rät. So, aber hier ist auch, hier warten auch schon Leute auf uns. Siehst du? Okay. Buh, weg hier. So, okay, das war nur einer. Das ist ja schon mal wesentlich einfacher. Aber ich finde, wir haben uns ganz gut geschlagen hier an der Front eben. Ich denke, wir hätten auch von vorne weiter angreifen können. Warte mal kurz, da ist irgendwas verquer. Irgendwo hat hier noch einer zu stehen oder was? Was ist denn jetzt los? Jetzt fahre ich hier auf dem Ding rum. Oh Gott, was ist denn hier los? Irgendwo ist ein Gegner, aber ist egal. Den ignoriere ich jetzt einfach mal markant. Wenn ich es dann schaffe, jetzt mal wieder normal zu fahren. Jesus Maria. Was ist das hier? Was ist hier los? Okay, da schießen sie schon. Die Penner. So. Hallo. Girl, hier geht's. Bam. Oh shit. Die habe ich jetzt gefangen. Hallo. Bam. So. Es wird also sehr gepont, was wegzuponen geht. Geht Titan. So titanisch bist du gar nicht mehr. So. Nämlich. Sonst noch irgendwer, der eine Abreibung braucht da hinten. Zack. Weg ist er. Oh, hallo. Mr. White geht. Du fällst auch überhaupt nicht auf. So. Da ist noch jede Menge roter Punkte, die mich etwas beunruhigen. Ja. Nee, oder? Ich weiß nicht. Irgendwas muss doch hier sein. Also hinter dem Tor wahrscheinlich, okay. Aber da sind doch auch noch Gegner. Da sind doch auch noch Gegner irgendwo. Wo versteckt ihr euch? Ihr Pisspenner. Irgendwo sind da noch welche. Komm schon, raus mit dir. Ah, sind hinter der Mauer scheint. Okay. Dann wagen wir uns mal raus. Oh, und wir können normale Luft atmen. Oder hüss. Wahnsinn. Damit hätte ich jetzt mal nicht gerechnet. So. Was haben wir denn hier alles zu stehen und zu liegen? Starte manuelle Überbrückung. Beginnt doch. Zack, 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 zack. Läuft. Ja, und das übliche Problem ist wieder da. Alles nehmen. Okay. Das Menüproblem stellt sich uns wieder. Und ja, ich würde sagen, bevor ich hier weitermache, beende ich diese Session auch schon wieder, da ich doch etwas der Müdigkeit zum Opfer falle. Und ja, es ist auch schon spät, beziehungsweise früher Morgen. Somit sage ich, bis zum nächsten Mal oder bis gleich beim nächsten Schnitt. Ciao, ciao. So, da bin ich wieder zurück und wir wollen jetzt mal schauen, ob wir hier nicht noch irgendwas ausfindig machen können in diesen ganzen Türen, Strukturen. Ich will nur nicht zu schnell jetzt vorankommen. Also, natürlich will ich schnell vorankommen, aber nicht zu viel
vom Hauptweg jetzt schon entdecken, wenn es doch hier bestimmt noch ein paar Nebensachen zu entdecken gibt. Von daher laufen wir mal erst hier rein, weil ich nur vermuten kann, ob hier was ist, zu finden ist oder nicht. Wobei wir ja gar nichts finden wollen. Da unser Menü doch eh schon komplett überfüllt ist mit Kram. Upgrade Kit. Upgrade Kit ist aber schön. Ja. Und sind Upgrade Shredder. Okay. Ja. Alles nehmen. Ja gut, also jetzt ist nichts mehr mit aufnehmen. Jetzt habe ich meine 150 Slots voll. Mit was auch immer. Ich würde jetzt echt sagen, einfach wir lassen den ganzen Kram stehen, der hier zu liegen hat. Was uns aber nicht daran hindert, uns doch noch hier etwas umzuschauen. Oh, hallo. Das sieht ein bisschen wichtig aus hier. Könnte wichtig sein. Oh, hallo. Guten Tag. Da haben wir ja Kollegen. Bäh. Da liegt er flach. Das sind noch mehr. Ich sehe dich doch. Irgendwo da drüben meint mein Radar was zu sehen. Ja. Ach, das ist draußen. Ach so, das ist dieses große Ding, genau. Das ist vermutlich noch so ein Raketenturm. Okay. The doors are open. Wer schießt? Wo schießt? Wo schießt es denn? Hier oder Hus? Nee. Wer schießt denn wo? Irgendwo. Ah, okay. Sie schießt schon quasi drauf. Erledigen Sie sie. Ja, ja. Mach dich locker. Tali, immer locker machen. So, rennen wir mal ein bisschen. So weit wir können. Oh. Boah. Voll erschrocken. Ich dachte, Rex hier ist ein Gegner. Okay, da haben wir jetzt das Tor geöffnet quasi für unseren Makro. Oh ja. Ah ja, schau her. Kriege ich ihn so platt? Ja, würde gehen. Wenn sich das Ding mal besser erholt hier. Sehr schön. Läuft. Geil. Den mache ich jetzt so kalt. Oh shit. Oder er mich. Komm schon. Jawohl. Und das könnt ihr machen, Tali. Auf geht's. Egal. Kriege ich hin. Bam. Und da zerplatzt es. Sehr schön. Okay. Mit dem Snappergewehr platt gemacht. Wer braucht hier denn den Mako, hey? Beziehungsweise das Geschütz von Mako. Kein Mensch. Ins Fahrzeug steigen. Lassen wir erst nochmal hier reinschauen. Was hier eigentlich abgeht. Sieht auch, ist auch so ein Tor, oder? Zum Runterfahren, eigentlich. Eigentlich, ne? Oh, hier geht's hoch. Jiha. Aber hier ist nichts. Eine Gasse der Sackung. Super toll. Ihr müsst mir... Selbst die Geht würden nicht in dieser Hitze leben wollen. Ach komm. Meinst du? Mein Volk hat viele Generationen lang nach einer Welt gesucht, die es als Zuhause bezeichnen kann. Wenn wir hier gelandet wären, hätten wir sofort weitergesucht. Noch 50 Grad mehr und ich könnte mich etwas unwohl fühlen. Oh. Was macht ihr Säugetiere, Shepard? Ja, ist ja richtig unterhaltsam. Wahnsinn. Die sind ja richtig unterhaltungsfreudig. Bin ich gar nicht gewohnt von denen. Das verwundert mich etwas. Ja, jetzt lass mich mal schauen, wo kann ich jetzt... Ah, jetzt kann ich hier weiter, alles klar. Na gut, das ist genau unser Weg, den wir gehen sollen. Sehr schön. Dann gehen wir den doch, beziehungsweise fahren wir ihn doch. Es ist hier echt ein Vulkanplanet, wie es mir scheint. Da vorne raucht es überall. Umeinander. Das, wenn das hier nicht irgendwann zu... Oh Gott! Zum Ausbruch führt. Oh Gott. Ganz ruhig bleiben. Bin ich jetzt richtig über... Nee, ich bin falsch. Ich fahre in die in Sevron-Richtung. Wusste ich doch, dass mir das bekannt vorkommt hier. Habe ich genau das falsche Tor geöffnet wahrscheinlich. Da habe ich genau das falsche Tor geöffnet und bin sogar noch in die falsche Richtung gefahren. Na ja, klar, da war ja da... Da haben wir das Geschütz gerade getötet. Das haben wir ja vorhin stehen lassen. Hätte ich daran schon merken sollen. So, ich muss da durch, ganz klar. Ah, da vorne ist noch eine Tür, alles klar. Da muss ich durch, das heißt hier nochmal raus. Ja, ja. Und hier rein. Und da ist auch der Gegner, der uns noch wahrscheinlich den Weg versperrt zum Schalter. Der... Ja, ja, schau hin, schau hin. Da liegt er, Komm schon. Ist er tot? Ich hoffe doch, ja. Sehr schön, da ist der Schalter. Gut. Warum kann ich jetzt hier nicht drüber steigen? Das wäre gut, extrem gut, wenn ich hier drüber aus dem Fensterrahmen steigen könnte. Nein, ich muss hier außen rum rennen.
voll behindert. So, ach, jetzt muss ich hier nochmal runter. So ein bisschen mehr Interaktivität mit der Umgebung wäre nützlich. So, aber jetzt hat's.